Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Hintergrundgespräch zur Retrospektive beim diesjährigen DOCFEST 75 Jahre DEFA. Mein Name ist Moritz Hohlfelder. Wir befinden uns hier im Silbersaal des Deutschen Theaters in München. Das ist der Saal, wo jetzt normalerweise ein Kino wäre, zumindest für die Zeit des DOCFESTes. Hier wären Filme gelaufen. Klappt ja leider nicht. Ansonsten im Deutschen Theater wären auch unten im großen Saal Filme gezeigt worden unter dem Motto ganz großes Kino. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, möchte ich noch kurz auf den Publikumspreis hinweisen, den Kino-Kino-Publikumspreis. Der wird dieses Jahr wieder gestiftet vom Bayerischen Rundfunk und von Dreisat. Informationen dazu finden Sie auf unserer Filmprogrammseite. Damit zur DEFA, die Deutsche Film AG, ein volkseigenes Unternehmen der DDR mit Sitz in Potsdam-Babelsberg, gegründet am 17. Mai 1946, also ziemlich genau vor 75 Jahren. Ich darf jetzt die Filmwissenschaftlerin Conny Klaus begrüßen, Autorin etwa des Buches, das ist vor 2 Jahren erschienen, Sie, also S-I-E, Sie, über 60 Regisseurinnen, die zwischen 1946 und 1992 bei der DEFA tätig waren. Hallo, liebe Conny Klaus. Guten Tag. Darf ich gleich was ergänzen? Nur der ja, Gerechtigkeit natürlich. Halber. Ralf Schenk ist der Co-Herausgeber und ja. Wir haben das als Tandem gemacht. Und genau. Da er mich mal vergessen hat, weiß ich, dass, wie wichtig das ist, ihn auch wirklich immer gleich explizit zu nennen. Genau. Das Buch ist herausgegeben von der DEFA-Stiftung. Ich habe es gelesen, nicht ganz, aber doch relativ viele Porträts. Es sind tatsächlich über 60 Regisseurinnen, die da vorgestellt werden, also nur Regisseurinnen. Und ich war erstmal einfach, wenn ich so die hiesige Filmszene und auch die ganze aktuelle Debatte über wie viele Frauen in der Filmbranche tätig sind, was sich da verändert, in der Gender Balance und so weiter. Ich war einfach überrascht, dass da tatsächlich 60 Frauen zusammenkamen. War das in der DEFA anders? Also waren da von vornherein mehr Frauen als in der BRD beschäftigt in der Filmbranche? Oder also ich war einfach positiv überrascht. Naja, das hat immer was mit der Wahrnehmung zu tun und wie sich, sagen wir mal, eine bestimmte Art von Kanonisierung durchsetzt. Und der Blick normalerweise auf die DEFA ist ja immer sehr spielfilmzentriert. Und da waren es tatsächlich sehr wenige Frauen. Also es waren eigentlich nur 3 Regisseurinnen, die jetzt auch wirklich für Erwachsene Filme gemacht haben. Iris Gussner, Evelyn Schmidt und Ingrid Reschke. Und dann noch 2 Regisseurinnen, die Kinderfilme gemacht haben ausschließlich. Aber das ist ja so ein Verdienst des Buches, dass wir also Spielfilm, Dokumentarfilm und Animationsfilm und sogar noch den populärwissenschaftlichen Film zusammennehmen, weil das eben natürlich in dieses Konglomerat DEFA auch zusammengehört. Und für mich Dokumentarfilme auf derselben Ebene, in derselben Liga spielen wie Spielfilme, was nicht immer alle so vor Augen haben. Und da haben wir eben sehr, sehr viele Regisseurinnen entdeckt, was ein bisschen auch den Grund darin hat, dass auch den Frauen in der DDR beim Filmemachen so die großen Budgets auch nicht so zugetraut wurden oder man sie für nicht befähigt hielt oder verschiedenste Arten von Vorurteilen natürlich dort auch existierten, aber im Dokumentarfilmstudio ein bisschen so im Windschatten auch der Königsdisziplin, Spielfilm sage ich immer, doch Regisseurinnen sich leichter durchsetzen konnten innerhalb dieser doch sehr männlich dominierten Hierarchien. Ja, also in meiner Rezeption von DEFA-Filmen war natürlich ein ganz wesentlicher Bruch dann oder auch eine große Erkenntnis, die sich daraus ergeben hat in der Zeit dann um den Mauerfall und die deutsch-deutsche Wende. 1988, glaube ich, war das, liefen ja in Berlin bei der Berlinale schon Filme, DEFA-Filme aus dem Giftschrank, also die in der DDR verboten waren, hauptsächlich Spielfilme. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass da Dokumentarfilme gezeigt wurden, also verbotene Dokumentarfilme, und habe mich jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt,
Gab es dann auch politischen großen Unterschied zwischen den Dokumentarfilmern, Dokumentarfilmerinnen und Regisseuren, Regisseurinnen, dass quasi Zensur eher im Spielfilmbereich stattgefunden hat und weniger im Dokumentarfilmbereich oder überhaupt nicht? Dass es also eigentlich gar keine Dokumentarfilme gab, die quasi aus dem Giftschrank kamen und dann plötzlich im Westen zu sehen waren? Naja, Zensur hatte natürlich viele Gesichter. Und was da bei der Berlinale dann 1990 dann gezeigt wurde, das waren ja in erster Linie die Filme von dem von diesem Kahlschlag des Plenums 1964-65. Genau. Und das waren eben Spielfilme in erster Linie. Und es gab aber natürlich viele Verbotsvarianten, auch im Dokumentarfilmbereich und auch in der Animation. Jetzt müsste ich mal, also bei Jürgen Böttcher weiß ich natürlich, dass Filme verboten wurden. Ich überlege gerade, wo Filme jetzt so direkt, Dokumentarfilme so ganz weggeschluckt wurden, habe ich gerade gar nicht so parat, das stimmt. Ja. Aber ich würde sagen, die Zensureingriffe, nichtsdestoweniger, die haben natürlich stattgefunden. Und so eine zweite Zäsur war ja 1973, als zum Beispiel auch im Spielfilmbereich Sachen verboten wurden. Also Kulturpolitik in der DDR war ja immer in so bestimmten Wellen, ist das passiert. Und immer mit der Zensurkeule drauf auf die armen Filmemacher und Filmemacherinnen und dann wieder ein bisschen öffnen, sie zurückgewinnen, Privilegien verteilen. Und ja, in dieser Art von Wellenbewegung hat sich das so abgespielt. Wie ist denn Ihre eigene Biografie mit dem Dokumentarfilm verknüpft? Also ich habe Filmwissenschaft studiert in Babelsberg und es war ja immer so organisiert, dass man einen Delegierungsvertrag hatte und ich hatte den mit dem Fernsehen, nichts ahnt, dass das so verbindlich gemeint ist auch und hätte nach dem Studium zum Fernsehen zurückgehen müssen. Da war mir aber schon klar, dass das Fernsehen mit seinem sehr stark propagandistischen Auftrag und ich, dass das nicht gut zusammengehen wird und hatte versucht, der Sache irgendwie zu entkommen. Das gelang nicht. Ich habe dann beim Fernsehen kurze Zeit gearbeitet, gekündigt und dann war ich sowas wie auf einer schwarzen Liste. Und da hat mich das Dokumentarfilmstudio dann gerettet, weil die auch Freiberufler beschäftigen konnten, ohne Kaderakten einzusehen. Und das Entscheidende war, in so einer Kaderakte stand drin, darf nicht beschäftigt werden, aber ohne Kaderakte und nur mit so einer quasi Steuernummer konnte ich da beim Dokfilmstudio eine Zeit lang unterschlüpfen. Und was haben Sie dann da gemacht? Da habe ich vor allem Recherchen gemacht für Dokumentarfilme. Und ja, das ist eigentlich meine enge Geschichte mit dem Dokumentarfilmstudio. Und ich bin dann in den Westen ausgereist. Und meine genau. eigene Filmografie hat vielleicht in der DDR nochmal insofern einen interessanten Aspekt, dass eben, also Sie müssen sich jetzt vorstellen, als Filmwissenschaftlerin war das gar nicht für mich vorgesehen, dass ich Filme mache. Das war gar nicht im Plan quasi. Habe dann aber zur Super-8-Kamera gegriffen und gehöre so ein bisschen zu dieser Underground-Filmbewegung. Und wir haben dann eben einfach unsere eigenen Filme gemacht und in dem Zuge ist auch ein Film entstanden, zum Beispiel über Halle, eine komplett runtergewirtschaftete Stadt, Chemie, Buna, Leuna da um die Ecke und das ist aber eben nur auf Super 8 existent. Und was ich auch im Zusammenhang jetzt mit dem Buch gemacht habe, ist, dass ich die Filme der Regisseurinnen der DEFA auch mit denen der des Super 8 Undergrounds zusammen zeige, was interessante Konstellationen ergibt. Ja. Interessanterweise läuft ja hier beim Docfest in der Retrospektive ein Film, der heißt auch Sie, also ist so betitelt wie Ihr Buch. Ist das sozusagen... Kein Zufall, nein. Das ist der Film von Gitta Nickel, der ist natürlich... Der Titel Sie ist so schlagend, weil er natürlich in diesem, nicht nur weiblich, sondern auch diese Art von Ansprache, also Sie könnten auch Sie sagen, also so ein bisschen mehr so in einem kollektiven Format sprechen. Und deswegen haben wir uns den dann ausgeliehen für unser Buch. Ja. Was wollen Sie wissen zu Gitta Nickel? Wie bitte? Was möchten Sie wissen zu Gitta Nickel? Ja, mich würde interessieren, also der Film Sie ist von 1970 und der zeigt... Frauen in der DDR, sehr emanzipiert auf eine Art, also es geht sozusagen um Gleichberechtigung auf sozialistisch. Und der Film läuft ja in einem Programm zusammen mit einem Porträt von Jürgen Böttcher, Martha.
Also zwei Filme mit Blick auf die Frau in der DDR. Jetzt zu Gitta Nickel. Wie kann man so eine Regisseurin einordnen? Also Jürgen Böttcher ist sehr bekannt. Der hat dann auch nach der Wende sehr viele Dokumentarfilme noch gedreht. Ist einer, sagen wir mal so, der deutschen Stars, wenn man das sagen will, des Dokumentarfilms. Gitta Nickel kennt heute, glaube ich, sonst außer Ihnen und vielleicht ein paar anderen kaum mehr jemand. Können Sie über die ein bisschen was erzählen? Gitta Nickel ist in der DDR sehr bekannt gewesen. Dass sie jetzt und vielleicht aus einer westlichen Perspektive nicht so bekannt ist, heißt ja nichts. Nein, das sind immer verschiedene nicht. Wahrnehmungen, die ja. wir haben. Ne? Jürgen Böttcher hat sich natürlich tatsächlich als Maler, als einer des Vertreter des sehr poetischen Dokumentarfilms, dessen Biografie hat sich gut weiter fortgeschrieben. Aber Gitta Nickel hat so an die 40 Filme in der DDR gemacht und aber auch 40 Filme dann im Westen. Also die gehört zu den wenigen, die mit einer großen Kontinuität weitergearbeitet haben. Das hat was mit ihrer, mit ihrem Temperament zu tun. Das hatte auch was damit zu tun, dass sie natürlich auch Verbindungen in zahlreiche Sphären und Szenen hatte, dass sie manche Themen auch nochmal aufgegriffen hat und dann im Westen, zum Beispiel Gundula ist so ein Stoff, eine Krankenschwester, die auch als Schlagersängerin nebenbei versuchte, Fuß zu fassen, dieses Moment nochmal aufgegriffen in einem späteren Porträt. Und Gitta Nickel, da lief auch eine Retrospektive in Leipzig bei dem Dokumentarfilmfestival. Und da kamen sehr viele Menschen, das beschreibt Grit Lemke sehr plastisch, die sie mal porträtiert hat. Also da hat sich ein großes Netz gebildet. Nein, eigentlich ist Gitta Nickel wirklich eine der eifrigsten. Aber es sind jetzt, wenn wir hier bei dem Docfest München sprechen, wir ja über den künstlerischen Dokumentarfilm. Das muss man ja vielleicht immer noch mal so ein bisschen abgrenzen. Also sie hat schon auch eine Menge Gebrauchsfilme gemacht, so möchte ich sie mal nennen. Und sie hat auch eine Menge Filme gemacht, die sehr im propagandistischen, ideologischen Mainstream durchaus mit hineinzuzählen sind. Aber so eine Biografie ist eben nie so linear. Also auch sie hat ein paar Filme gemacht, von denen es sich total lohnt, die zu bergen. Und da gehört sie dazu. Der ist ja ein völliger Überraschungsfilm. Das war auch für mich eine große Überraschung, der Film, wie der also so ein 68er Pep irgendwie hat, mit der Musik frech umgeht, einen Kommentar hat, eine Erzählerstimme, eine männliche Erzählerstimme, die fast so ein bisschen suffisant zu den Frauen, über die Frauen spricht. Und trotzdem bleibt einem wirklich diese, also so wie die Kamera, Niko Pavlov, ich finde, ein ganz toller Kameramann, auch völlig unterschätzt, ja, also diese Gesichter der Frauen zeichnet und liebevoll immer wieder reinholt und dieses Selbstbewusstsein dieser Arbeiterin beschreibt, ja. Es geht ja viel auch um Familienplanung, es geht um die Pille, es geht darum, macht man jetzt eine Weiterbildung oder nicht. Also das sind schon natürlich für Frauen bis heute essentielle Fragen. Aber man merkt, die Frauen sind durch die Arbeit gestärkt. Also Arbeit ist eigentlich der Schlüssel zum Selbstbewusstsein und zur Gleichberechtigung. Und das erzählt sich ja in Martha dann fort. Ja. Was ich bei Sie toll fand, also Sie haben das ja schon so ein bisschen angedeutet, das ist diese 68er-Ästhetik auch letzten Endes oder dann auch 70er-Jahre-Ästhetik, also so ein bisschen Flower Power, so ein bisschen psychedelisch auch von den ganzen Titeln am Anfang, also das könnte irgendwie auch ein Plattencover von den Beatles sein oder, also es ist, zumindest für mich hat es eine sehr westliche Orientierung von der Ästhetik her. Und ich wollte von Ihnen wissen, weil Sie das natürlich anders beurteilen oder anders kennen, gab es das damals oft oder war das eine absolute Ausnahme? Also weil im Westen mit diesem seltsamen Tunnelblick man immer das Gefühl hat, das war unsere Kultur und was in der DDR stattgefunden hat, kann gar nicht so gewesen sein oder war, wenn dann quasi nur ein Nachmachen, ein Nachahmen. Aber in dem Film wirkt es auch sehr original, also so gar nicht wie hier, jetzt habe ich mal was gesehen und mache das nach, sondern es hat so eine eigene Power. Naja, 68, da ist immer für den Westen gilt ja da Paris und für uns gilt natürlich viel mehr Prag als ein Signal.
was dann natürlich zu einer Riesenenttäuschung geführt hat, also und auch zu einer Verbitterung, dass der Sozialismus eben doch nicht von innen heraus reformierbar ist. Was jetzt aber Ihre Frage, glaube ich, noch viel besser beantworten würde, ist, wir hatten ja auch eine Nouvelle Vague, die zum Beispiel auch gerade im tschechischen Film eine große Rolle spielte. Und wir waren natürlich auch nicht ganz abgeschnitten von der Weltfilmkunst. Und das ist eher dieser französische Einfluss, dieses auf der Straße drehen, dieses eine sehr mobile, agile Kamera zu haben, diese Montagefolgen und so weiter. Also ich würde das eben eher auf die Nouvelle Vague beziehen, während in den 50er Jahren ja die Orientierung viel mehr am Neorealismus stattfand, weil man sich vielleicht auch erstmal sozusagen diesen ganzen sozialen Fragen so zuwenden wollte. Und und diese Nouvelle Vague ist natürlich irgendwie auch mit rübergeschwappt. Und es gibt auch Regisseure, die das natürlich nicht einfach schlichtweg kopiert haben, sondern in was Eigenes, in eine sozialistische Filmsprache auch verwandelt haben. Und so die eine waren Ästhetik. Ja auch, man wollte ja auch Jeans tragen und man wollte ja auch lange Haare haben. Auch wenn sich das natürlich mit der Staatsmacht immer wieder in Konflikt befunden hat, hat man ja die wenigen Signale und Zeichen, die man erlangen konnte, die waren ja dafür immer umso wichtiger, ne? Ja. Und so eine Ästhetik wie in Sie, also dieses eben so ein bisschen Flower-Power-mäßige, war das eine Ausnahme oder gab es das öfter? Also ich kenne es vor allem aus Spielfilmen. Also da gibt es schon einiges, wo ich das in Spielfilmen gut nachvollziehen könnte. Im Dokumentarfilm würde ich schon sagen, dass es eher eine Ausnahme ist. Ja, also in dieser schönen, konsistenten Form habe ich das kein weiteres Mal gesehen. Ja, toll. Also ein Film, den man sich unbedingt anschauen sollte. Ist übrigens nur eine halbe Stunde lang. Eben dann zusammengespannt mit Martha in einem Programm, der, glaube ich, so um die 56 Minuten ist. Würden Sie denn Sie jetzt, Sie haben vorhin so ein bisschen kategorisiert in Gebrauchsfilme von Gitta Nickel und künstlerische Dokumentarfilme, diesen nur 30 Minuten langen Film in die Kategorie künstlerische Dokumentarfilme stecken oder ist das eher ein Gebrauchsfilm? Der hat vielleicht ein Gebrauchsthema, aber ich würde sagen, wie er gemacht ist. Sonst würde er jetzt hier nicht laufen, sonst hätten die geneigten Kuratoren den Film jetzt hier nicht ausgewählt. Ja. Waren Sie denn an der Auswahl in irgendeiner Form mit beteiligt? Nein. Nee. Kann ja sein. Also ich meine, wer so ein Buch geschrieben hat, so ein tolles, dann hätte Aber ich habe die Auswahl, ich habe mir darüber länger Gedanken gemacht, was, welche Art von Linie und Subtext die beiden Kuratoren sich da überlegt haben. Und ich weiß nicht, ob Sie es vorhatten zu sprechen über den Film Freundschaft siegt, der ja für die 50er Jahre repräsentativ hier eingeladen wird. Also diesen Film gesehen zu haben, hat mir richtig Schmerzen bereitet, muss ich gestehen, ja. Also weil das waren diese Art von Propagandafilme, Protokollfilme mit einem Trommelfeuer an Wutkommentar. Also das nochmal gesehen zu haben, hat mich jetzt irgendwie auch nochmal auf eine seltsame Weise so zurückkatapultiert in eine DDR. Ich bin ja ich komme mal aus den 60er-Jahrgängen, ne? Also meine Sozialisation sind dann schon die 70er, 80er Jahre. Aber dieser stalinistische Duktus, den dieser Film birgt, das ist schon nochmal ziemlich heftig und insofern vielleicht schwer anzusehen oder auch interessant anzusehen, aber wie dann der Bruch passiert zu Winfried Junge, ne? So ein ganz behutsamer, zarter Film, Oderbruchlandschaft, die Beobachtungen von Kindern in einer Schule, das erste Schuljahr. Also genau. Wenn man das so nebeneinander sieht, dann merkt man natürlich, wie in jeder Dekade so ein ganz eigener Aufschlag passiert ist. Ne? Ein Film kann das jetzt nicht alles mit erzählen. Man hätte jetzt für die 50er Jahre vielleicht auch sicherlich noch was einen Film nehmen können, der ein bisschen weniger diese Hau-drauf-Wucht hat. Aber der ist natürlich interessanterweise zum Beispiel von Joris Evens, der aus der Avantgarde kommt, ja. Dann mit Borinage. Niederländischer Regisseur. Ja, genau. Das ist ja überhaupt überraschend, dass der dann in der DDR einen Film gedreht hat. Ja, der war der DDR sehr verbunden, hat ja mehrere Filme da gedreht und war eben als Avantgardist da eingeladen. Ein großer Name schon zu der Zeit. Ja, die DDR wollte natürlich gerne international sein, ja. Und die Weltfestspiele, in dem Fall die dritten Weltfestspiele, die 1950 dann in Ost-Berlin stattgefunden haben, sollten so ein Fanal in die Welt senden und
ist ja auch ein internationaler Stab, den die da aufgebaut haben. Und man sieht also quasi immer Schlag auf Schlag auf Schlag Albanien, Jugoslawien, Italien, von wo überall die Jugendlichen da so hinströmen. Und ich will eigentlich nur den Bogen schlagen, dass Joris Ivens dann auch jemand ist, also den, der dann 1900, warte mal, jetzt habe ich es gerade nicht parat, aber sein letzter Film, ich glaube 88, über den Wind, der hat dann einen so poetischen, schönen Geschichte des Windes, ja. Film gemacht. Also was das so für Hakenschläge, was für Bögen das sind, die da in den Biografien sich zeigen, die eben auch so eine Art von Propaganda pur in so einer Biografie eben auch mit stattfinden haben lassen. Wie ist es denn, also jetzt hier in dieser Retrospektive sind insgesamt 5 Filme zu sehen. Es beginnt quasi chronologisch, wenn man so will, mit Joris Ivens, mit diesem Freundschaft siegt, und endet dann, glaube ich, mit dem Film von Sibylle Schönemann. Verriegelte Zeit. Genau, 1990. Wo es ja schon um die Aufarbeitung der DDR geht, der eigenen Geschichte. Sibylle Schönemann saß in der DDR in Haft für 12 Monate und wurde dann quasi freigekauft, konnte in die Bundesrepublik ausreisen. Also da wird von den 50ern bis zu den 90er Jahren über 40 Jahre schon eine große Zeit quasi aufgemacht, wo einzelne Filme dann dafür stehen. Wie ist denn Ihr Gefühl? Also kriegt man über diese 5 Filme tatsächlich so ein bisschen mit, was sich auch in der DDR entwickelt hat über die 40 Jahre? Die war ja nicht immer gleich. Also gibt das ein Bild, welches irgendwie stimmig ist, oder fehlt Ihnen da was? Oder wie können Sie also diese 5 Filme für Sie, die zusammenbringen? Ach nee, da gibt es auf jeden Fall ein paar sehr gute Linien, die sehr symptomatisch diese DDR spiegeln. Die lassen sich da schon dran exemplifizieren. Also ich sag mal zum Beispiel das Thema Baustellen. Heutzutage sagt man immer das Narrativ, ja. Dieses Narrativ, auferstanden aus Ruinen, das ist ja quasi der Gründungsmythos der DDR. Und in all den Filmen, also zum Beispiel auch bei Volker Köpp in dem Film Leben in Wittstock, da gibt es auch einen Rückgriff auf die Zeit der Nationalsozialisten, welche Art von Betrieb dort existierte. Bei Martha, da gibt es auch ein starkes Insistieren nochmal darauf, wie sie die Zeit vor 45 in Berlin erlebt hat. Und es gibt Archivaufnahmen. Also das spielt jetzt nicht bei Sibylle Schönemann, das ist ja dann sozusagen, ist dieses Narrativ dann verlassen. Also dieser Grund, also immer wieder auf den Gründungsmythos zu verweisen, das ist zum Beispiel so ein Motiv, was sich immer wieder zeigt. Und das auch immer wieder zu visualisieren und zu sagen, okay, da kommen wir her. Aber ich würde mal sagen, jenseits dieser Begrifflichkeit eines Narrativs, das ist ja sowas Festgezurrtes, von oben Eingeschriebenes, muss man ja so eine Biografie wie die von Jürgen Böttcher zum Beispiel in Anschlag bringen, der also aus Dresden kommt und den großen Bombenangriff dort erfahren hat. Also wie der den Krieg erlebt, gelebt hat, in sich trägt, wenn der so eine Frage stellt, finde ich, ist das was anderes als das, was wir jetzt immer in der Zeitung lesen, wie die DDR da immer so doch gerne auf etwas so reduziert wird. Also jedenfalls für mich atmet da eine andere Art von Fragestellung und Neugierde, wenn das jemand wie Böttcher oder Köpp da in die Filme hineintragen. Wie das ist das? Genau, ja. Was wollten Sie noch sagen? Ja, vielleicht, also dass dieses Bild mit den Neubauten und das Bauen und überhaupt das Städtewachsen und Industrialisierung, das ist natürlich auch etwas, womit sich der Sozialismus immer so seine Meriten an die Brust geheftet hat. Also da ist sichtbar geworden, wie so über Wohnbauprogramme und so weiter. Man glaubte natürlich, den Sozialismus bildsinnig, bildfällig zu machen. Und das musste ja immer groß annonciert werden. Und wenn wir dann eben zum Beispiel nach Wittstock kommen und dann sind die da in so einer riesigen Halle, Industrialisierung, alles schön gut, und dann haben die keine Fenster eingebaut, ja. Da merkt man dann, dass in den 70er Jahren schon mal vielleicht doch auch was andere Töne langsam anschlagen, ne?
Also 84 ist bei Witsch, ist ja sogar noch eine Dekade später. Also das fängt in den 70er Jahren eben an, dass sagen wir so, was so in Frage gestellt werden kann. Und bei Volker Koepp gibt es schon ein sehr beharrliches Nachfragen von ihm, wie sich das mit der Wahrheit immer so verhält, wie viel darf man aussprechen. Na, das ganz sanft auf seine Art halt, wird das ja immer wieder so eingefordert. Als ich mir jetzt die 5 Filme der Retrospektive angeschaut habe, hatte ich auch wieder das Gefühl, die sind handwerklich so toll gemacht. Das ist mir damals, als ich so dann nach der Wende in den 90er Jahren angefangen habe, viele Filme von DDR-Dokumentarfilmern und Dokumentarfilmerinnen zu sehen, auch in Interviews teilweise immer wieder untergekommen, die ich geführt habe mit Jürgen Böttcher, mit Volker Koepp, mit Helge Misselwitz, mit Sibylle Schönemann, dass ich immer gefragt habe, Mensch, diese Filme sind, das kannten wir in der BRD auf diese Art und Weise gar nicht so. Und Sie haben es ja vorhin auch erwähnt, Sie machen gar keinen Unterschied zwischen Dokumentar und Spielfilm. Das kannten wir auf diese Art und Weise gar nicht so, dass Filme eben so künstlerisch auch gestaltet waren, wie die Dokumentarfilme aus der DDR. Also mich hat es jetzt auch wieder so gepackt beim Anschauen dieser Filme, dass man da plötzlich so wirklich Bilder hat, eine Gestaltung hat, dass das Kino ist, auch wenn ich jetzt natürlich vieles nur auf dem Laptop sehen konnte, gab es da eine andere handwerkliche Grundlage, ein anderes Fundament sozusagen bei der DEFA? Also das geht ja damit los, dass es waren ja ausschließlich Kameramänner, dass sie mit 35 gedreht haben. Also ist ja der also Hammer. Also 35 Millimeter, ja. Nicht 16 Millimeter, wie in der BRD hauptsächlich zu der Zeit Dokumentarfilm und war. Und auch eben nicht mit Video, ne? Also auch als dann Video schon auf dem Markt war, da war die DDR ja noch Lichtjahre von entfernt. Aber das sind eben 35 Millimeter, das sind schwere Kameras. Und wenn da 3 Minuten Film durchlaufen, dann kostet das auch ordentlich Geld. Ich denke, was ein wichtiger, ganz, ganz entscheidender Faktor ist, was auch diese Dokumentarfilme von heute ja so stark unterscheidet und in unserer Wahrnehmung uns auch so berührt, ist, dass die Zeit hatten. Also das ist ja gar nicht bezahlbar, Zeit. Ja. Und diese Zeit hat was damit zu tun, dass Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden konnten, dass auch, bevor die so eine Kamera da hingestellt haben, da musste schon irgendwie auch ein bisschen was klar sein. Die konnten ja jetzt nicht ohne, die konnten jetzt auch nicht so metern, ne? Dafür war es dann auch zu teuer. Aber man hat eben auch einfach viel mehr Drehzeit gehabt. Und das ist ja auch etwas, was sich dann fortsetzt in diesen Langzeitprojekten, ne? Also dadurch, dass die Regisseure und Regisseurinnen doch so viel Zeit mit ihren Protagonistinnen verbracht haben, war es eigentlich fast fließend, würde ich sagen, dass sie auch immer wieder hinging, weil man hatte ja die Kontakte gehalten und dann wurde eben wie aus den Kindern von Gold so ein Megaprojekt, ne? 20 Filme sind da entstanden. Das war ja bei den ersten 2 Filmen ja noch gar nicht klar, dass das überhaupt so als Möglichkeit im Raum stand. Und dann mit den Wittstock-Filmen hat sich das ja auch als so peu à peu ergeben. Und das ist etwas, was doch so einige Projekte in der DDR auszeichnet, dass dieses das hat auch was mit einer Haltung zu tun, nicht? Man kommt so als Team irgendwo hin und dann dreht man ab und dann ist man wieder weg, sondern da haben sich Verbindungen aufgebaut. Man hatte ja dann noch die Reise der Filme mit den Protagonisten zusammen gehabt und so weiter, dass man dann auch gemerkt hat nach ein paar Jahren, das lohnt sich weiter zu erzählen. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange und sehr viel reden. Aber wir müssen aufhören. Vorbei, unsere Zeit. Ja, die Zeit ist schon rum. Sehen Sie, vielen, vielen das Dank. Problem Zeit, ja. Ich kann nur sehr, sehr empfehlen, sich diese Retrospektive anzuschauen. Es sind tolle Filme dabei, von Freundschaft siegt, wie gesagt, mit also diesem etwas martialischen Ton, obwohl der Film von einem Niederländer ist, Joris Evens, bis Verriegelte Zeit von Sibylle Schönemann, wo es um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte geht, auch ihrer eigenen vor allem. Ja, am Schluss nur noch mal die Empfehlung, dieses Buch von Ihnen, Sie, zu lesen, sehr spannend, also ich glaube 60 oder über 60 Porträts von Regisseurinnen, die bei der DEFA gearbeitet haben. Liebe Conny Glaus, vielen, vielen Dank. Bedanke mich.